Auch wenn es nämlich keiner zugeben will, Jane sind doch etwas stärker als Herzen. Anyway, ist gefallen. So, ihr da drüben, ihr nervt mich mal nicht. Okay, so viel zu meinem einen Jal. Es ist Akanthos gefallen. Oh. Und ich werde angegriffen. Von dem Gagarensis-Stoßtrupp. Das ist auch nicht so schön. So, jetzt die Feuerriesen hier noch weg. Und die berittenen Stoßtrupps weg. Gut, dann kann ich euch ja wieder die Arbeit schicken. Am besten schicke ich euch erstmal hier rüber. Und das war dann wohl schon die Nachricht, dass wir bei 30% Schaden sind. Hä? Ich habe bereits gewonnen. Ich sollte doch die Ramme zerstören. Zieht euch zum Brunnen zurück. Wir beziehen dort Stellung. Okay. Stimmt, die Ramme konnte man gar nicht zerstören. Da war ja was. Wir müssen weg. Wir können nichts mehr für ihn tun. Ja. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, wie es jetzt passiert ist. Also ja, Chiron hat den Felsen umgestoßen und wurde dann von dem Feuerriesen getötet. Das hat man ja gesehen. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war oder ob es gedacht war, dass der Felsen ihn erschlägt. Aber das ist jetzt nichts, worüber ich hier diskutieren möchte. Es ist nämlich, war nämlich einer der heftigsten Momente für mich, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, dass Chiron einfach mal sich so opfert. Deswegen müssen wir ins nächste Szenario. Ihr alle, in Deckung, es kommt jemand! Chiron war ein großer Krieger. Wir werden sein Opfer nie vergessen. Was machen wir jetzt? Wartet, was ist das? Ihr, wie seid ihr hierher gekommen? Wir sind euch gefolgt. Warum seid ihr nicht mit uns gekommen? Loki, er versucht uns zu täuschen. Unser Auftrag ist zu wichtig, als dass wir Fremden trauen könnten. Welcher Auftrag? Bevor Gagarensis nach Norden ging, gelang es Loki, Thor zu täuschen und seinen Hammer zu vernichten. Ja, und wir wurden beauftragt, einen neuen zu schmieden. Ich muss den Stiel aus einem Stück Pfahlwurzel machen. Eitri hat den Hammerkopf. Wir sollen uns treffen, am Tor. Und wenn Thor seinen Hammer wieder hat, wird er das Tor versiegeln. Jo. Chilpin, Jervin. Thor macht Zimmermannsarbeiten. Wenn wir fördern und es zur Oberfläche bringen, wird Verstärkung durch den Brunnen kommen. Ja. Wo haben wir den Brunnen nochmal? Ich weiß es gerade gar nicht. Wir müssen das Tor umgehen. Für einen Kampf ist der Gegner zu stark. Und wir haben unseren Speer verloren. Ja, man sieht wirklich, Gagarensis hat hier jetzt wieder
ordentlich Einheiten aufgefahren. Ich kann mal kurz Manra ein Stück zurückschicken. Oh! Naja, Manra ist meine zweitschnellste Heldin, mit der höchsten Sichtweite eigentlich. Und ja, immer wenn ich genug Gold zusammen habe, dürfte aus dem Brunnen der Urt, wo auch immer der sich versteckt hält, neue Verstärkung eintreffen. Aitri ist gekommen. Ja. Aitri mit noch zwei Zwergen. Und ja, Kopf von Thor Summer. Das ist übrigens wieder was Interessanteres aus der Mythologie. Bringen Sie diesen in die Nähe des Stiels von Thors Hammer und die beiden Teile werden sich vereinen. Dies ist der Kopf von Thors großem Hammer Mjölnir. Oder Mjölnir, wie man auch noch richtig ausspricht. Der gerade aus den Feuern von Muspelheim gezogen wurde. Mit ihm wird er bei Ragnarök die Weltenschlange Jörmungand besiegen. Ja, Ragnarök. Klingt übelst übel. Jau. Verstärkung von der Oberfläche. Ah ja, da kommt Verstärkung. Sehr schön. Die kommt also über den Kartenrand. Und hier haben wir die Pfahlwurzel. Das ist auch eine interessante Sache aus der nordischen Mythologie. Unter den Wurzeln der Weltenesche Yggdrasil entspringen drei Brunnen. Hefgelmir, die Quelle aller Flüsse. Mimir, der Brunnen der Weisheit. Und Urd, der Sitz der Nornen. Und Beratungsort der Götter. Also eigentlich sind auch die drei Namen. Also Hefgelmir, Mimir und Urd müssten, soweit ich mich erinnern kann, auch die Namen der drei Nornen sein. Also die drei weisen Schwestern des Nordens, die Hellseherinnen. Und ja, hier ist auch ein Teil noch zu Ragnarök. Der Drache Nidhöggr lebt in Niflheim beim Brunnen Hefgelmir. Wenn er genug Leichen gefressen hat, nagt er an den Wurzeln von Yggdrasil, denn er will den mächtigen Baum auf diese Weise zerstören. Das bösartige Eichhörnchen Ratatosk klettert den Weltenbaum hinauf und hinunter und trägt die Beleidigungen zwischen dem großen Adler, der in der Krone des Baums lebt, und die Nidhöggr an seinen tiefsten Wurzeln hin und her. Es ist nicht ganz klar, ob Ratatosk tatsächlich Nachrichten überbringt oder ob er die Beleidigung selbst erfindet. Also ja, wir beschützen hier das Stück und ziehen uns dann irgendwann zurück. Ey. Ihr sollt nicht hier meine Ochsenkarren töten. Das kann ich gerade noch gebrauchen. Sterbt einfach. So, danke. Ja, bitte den Ochsenkarren heilen. Das wäre sehr nett. Wobei du den wahrscheinlich etwas schneller heilen kannst. Jo. Das nenne ich eine schnelle Heilung. Verstärkung von der Oberfläche. Wow, das sind viele Zwerge. Zwei davon zwacke ich zum Goldsammeln ab. Und Gargarensis beschwört irgendwo eine Untotenarmee. Ja, da. Also ja, wir werden hier gerade ziemlich mit mythischen Einheiten bombardiert. Jaum.
während wir uns langsam zum dem Weg freikämpfen. Das sollten wir nämlich. Und eigentlich sollten wir uns nicht so sehr beeilen mit der Wurzel. Verstärkung von der Oberfläche. Ja. Yeah, will. Skipper. Zombie. Yeah, will. Zombie. So, wir sollten gucken, dass wir mehr Gold zusammenkriegen, um mehr Verstärkung von der Oberfläche zu holen. Ach du meine Güte. Sie ist die Einzige, die die Kreatur besiegen kann. Ach du meine Güte. In which, in a jet UPA, ein Held ist gefallen. Das ist nicht so gut, wenn da der Nidhogg kommt. Zum Glück kann sie sich gut gegenheilen gegen ihn, während er einfach nur ordentlich Schaden nimmt. Und ja, der Nidhogg wurde ja vorhin bereits, habe ich ja vorhin bereits erwähnt, der nackt hier einfach an der Wurzel rum. So, dann holen wir uns einmal Amanra zurück. Steht irgendwie, lassen Sie den Hammer nicht in die feindliche Hände fallen. Halten Sie sich vom Tor fern. Die Truppen von Galorensis sind zu stark. Sonstige Infanterieeinheiten. Zusätzlich zu Erfsex und Herzen können die Wikinger im Langen aus Axtwerfer und in der Bergfestung Uskala ausbilden. Axtwerfer sind gut geeignet, um feindliche Infanterieeinheiten zu vernichten. Haskal sind stark im Kampf gegen Bogenschützen. Jo. Skipan. Übrigens macht der Nidhöcker ziemlich viel Schaden. Also Flächenschaden wollte ich sagen. Das hat man hier nämlich jetzt gerade gesehen, als beide Zwerge durch ihn durchgelatscht sind. Seht, der Feind hat den Steinschlag durchbrochen. Okay, das ist die Mitteilung. Sammelt kein Gold mehr, sondern guckt, dass ihr den Steinschlag kaputt kriegt. Weil da kommt jetzt die Armee auf uns zu. Die wir nicht im Nacken hatten, haben wollten. So, das heißt, wir müssen auch mit euch, uns mit euch mal in Bewegung setzen. Und ihr müsst so schnell wie möglich das Ding da zerstören. Und wieder ist ein Held gefallen. Kommt etwas schneller. So, wir haben den Hammerstiel. Und den bringen wir ganz schnell hier weg. So, und bringen sowieso alles, was wir haben. Oh, da sind ein Haufen Minotauren hinter uns her. So, was steht beim Stiel? Dies ist der Griff von Thors großem Hammer Mjölnir, der gerade aus den Wurzeln von Yggdrasil geschnitten wurde. Mit ihm wird er bei Ragnarök die Weltuntergangsschlange Jörmungand besiegen. Ja, das ist nämlich so eine Sache. Die Ragnarök-Geschichte ist ziemlich übel, wenn sich die Geschöpfe des Nordens gegen ihre Meister auflehnen, so im Anführungszeichen. Also zum Beispiel Fenris, Thors Haustierwolf, würde ich fast schon sagen, frisst Tyr, den Kriegsgott. Thor erschlägt die Giftschlange Jörmungand, aus der dann ein Haufen Gift läuft und ihn darin erstickt. Und ja, die anderen Götter werden von den anderen Monstern, Bestien, mythischen Einheiten besiegt.